Jo Leute, Mo 86 hier am Start. Es geht drunter und drüber. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Ich zeige euch später ein paar Bilder von meinem neuen Studio. Ist schon sehr viel eingerichtet. Gaming-Tisch habe ich jetzt auch bestellt und vieles mehr. Und auf jeden Fall, es ist schon fast ziemlich sehr gut eingerichtet alles. Und demnächst bin ich fertig. Auf jeden Fall, ihr wisst, ihr habt ihr gesehen, Manuelsen Kammer, egal wer bei mir Filme gemacht hat, hat seine Kammer bekommen. Ich bin nicht der mächtigste, stärkste Mann der Welt, ich bin ein korrekter Mensch, das seht ihr auch. Der Isam Bayer, ich habe das vorausgesagt, jetzt hat er sich genau wegen dem entschuldigt. Und egal, was ich gesagt habe, ist eingetroffen. Und jeder, was bei mir Welle gemacht hat, hat sein Karma sozusagen bekommen, ohne dass ich was machen musste. Versteht ihr? Das ist einfach. Einfach so. Deswegen kann ich euch nur sagen, Magina Suerte, Teflon Don. Und jetzt werde ich dann richtig losstarten. Ich war gerade duschen, deswegen gerade Haare am Trocknen. Und jetzt, wenn ich im Studio dann anfange zu streamen, werde ich dann richtig durchstarten und so, dass die Ruhe vor dem Sturm. Macht euch da keine Sorgen. Und auf jeden Fall, ihr seht ja, ich bin ein sehr, sehr korrekter Mensch. Mit mir kann man reden über alles und so weiter. Aber ich lasse mich nicht verarschen und gewisse Sachen gehen mehr als zu weit. Die haben da Sachen erfunden, gelogen und so weiter, extrem geschmacklos und unter allem. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr korrekt, mit mir kann man reden, aber viele Menschen haben gezeigt, dass die nur Interesse haben, mir zu schaden, Lügen über mich zu verbreiten und vieles mehr. Und deswegen, ihr seht ja, ich bin stabil, ich bleibe stehen, ich sage das, was ich mir denke. Und auf jeden Fall bin ich ein Mensch für Menschenrechte, ich bin für Gleichberechtigung, ich finde, man sollte jede Religion, jeden Menschen respektieren, unabhängig von Religion, Herkunft und so weiter. Und heutzutage leider bekommen hier viele Leute falsche Vorbilder, falsche Sachen werden da auf TikTok gezeigt und ich kläre die Leute oft über die Realität, weil TikTok ist TikTok und die Realität ist halt die Realität, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen kann ich euch nur sagen, auf jeden Fall, als ich jetzt meine Haare trockne und so weiter. Und ja, das Problem kennen ja die Frauen auch mit langen Haaren und so weiter. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich meine Haare trocken kriege. Ich föhne das nicht, weil ungesund für die Haare sind. Ihr seht ja, ich habe sehr vollen Haarwuchs. Zum Friseur muss ich auch mal wieder. Und auf jeden Fall wird demnächst einiges auf euch zukommen. Mo86, ihr wisst, auf mich ist Verlass. Ich ziehe durch. Bei mir gibt es keine halben Sachen sozusagen. Genauso wie mit dem Studio, ich habe es euch gesagt, ich habe auch schon Fotos hergezeigt, ich habe auch schon Short gemacht auf TikTok und so weiter. Und jetzt habe ich auch noch so ein Regal aufgestellt, Gaming-Tisch kommt jetzt und noch ein paar Sachen. Und auf jeden Fall, das wird richtig heftig, richtig krass, nur für euch, für meine Community, für die LBN-Family. Und ihr seht ja, mir geht es nicht um Reichweite oder sonst was. Wenn mir Papa Toni oder wer auch anfragt, ich gehe nicht mit jedem immer live. Wenn ich Bock habe, gehe ich live, wenn ich nicht. Und ich kriege sehr viele Anfragen, das spricht ja für mich. Und ich bin kein Typ, der sich irgendwem aufdrängt oder sonst was. Oder sich an jemanden hochziehen muss, möchte oder sonst etwas. Auf jeden Fall abonniert den Channel. Geht auch bitte rüber auf den Berserker-Channel. Abonniert den, da kommt demnächst auch Musik neue mit mir und Berserker. Berserker fängt jetzt auch an zu streamen auf TikTok. Und geht auch auf die Berserker-Seite und auf Mo86 auf TikTok. Und zieht euch da die Sachen rein auf jeden Fall und auf jeden Fall Mo86, Labrador Nostra und auf jeden Fall abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, lasst mir ein paar gute Kommentare da und supportet weiter. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, ihr seid sehr stark hier auf TikTok, habe ich vorgestern fast 600 Zuschauer gehabt, das spricht auch für mich, ich habe immer sehr gute Zuschauerzahlen, natürlich gehen die mal runter und hoch wie bei jedem, aber 600 vor 2 Tagen finde ich wieder richtig krass. Ihr seid die krassesten. Mo86, Labrador Nostra, ihr wisst Bescheid. Teflon Don, Magina, Suerte, Numero Uno, nix dos. Und ihr habt ja auch gesehen, Manuelsen und so weiter, die haben viel geredet, aber sozusagen nur geredet. Und ihr seht ja, Mo86, Labrador Nostra, wir reden nicht. Wenn wir was sagen, machen wir das auch. Und alles, was ich euch auch gesagt habe, ist genauso eingetroffen und so weiter. Und deswegen mögen mich auch immer mehr Leute, immer mehr Leute. Sehen auch das, was ich sage, dass es stimmt, weil es halt immer so eintrifft und so weiter und viele Leute sich selber exposed haben. Und deswegen abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, lasst mir ein paar gute Kommentare da. Und ich bin dann später live. Ich werde auch jetzt viel mehr aktiv sein, auch auf YouTube. Und deswegen abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich werde auch jetzt Content machen, nur für Kanalmitglieder spezifisch. Und deswegen kann ich euch nur sagen, ich trockne mir die Haare, esse schnell was und dann bin ich für euch da. Auf jeden Fall Mo86, Labrador Nostra, ihr wisst Bescheid. LBN 313, abonnieren, supporten. Peace out. Pa-pow!